Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch, den 20. Juli um 12.08 Uhr. Ich habe gerade mal ein bisschen nachgesucht, weil ich ja gestern das Problem hatte, dass meine Festplatten nicht im RAID laufen wollten. Und jetzt habe ich das Ganze ein bisschen behoben, beziehungsweise jetzt eine andere Lösung gefunden. Ich weiß nicht, manchmal fährt man sich einfach mit seinen Gedanken so unglaublich in irgendwas fest. Man hat einfach so eine Lösung im Kopf und man will die unbedingt durchsetzen. Aber manchmal ist es halt super einfach, einfach mal diesen Gedanken zu verwerfen, indem man ein bisschen Abstand gewinnt. Wie ich jetzt zum Beispiel bin jetzt wieder nach Hause gefahren, eine Nacht drüber geschlafen und jetzt heute Morgen hatte ich direkt die Idee, habe schon ein bisschen nachgesucht, wie ich das besser umsetzen kann und bin jetzt halt auf die Idee gekommen, das einfach gar nicht mit Debian umzusetzen, denn die Idee war quasi einen Cloud-Server zu bauen auf Debian-Basis. Jetzt baue ich das Ganze mit FreeNAS. Ist vielleicht eine etwas kompliziertere Lösung in der Hinsicht, dass FreeNAS eine, ja sagen wir mal, benutzerunfreundliche Lösung ist für denjenigen, der sich halt um das Backend kümmert, in dem Fall halt ich. Aber es ist, was das RAID angeht und was die Sicherheit vor allem angeht, die wesentlich bessere Lösung und das ist im Prinzip das, was hinterher zählt. Weil wenn das Ding einmal läuft, muss ich mich darum gar nicht mehr kümmern und ich bekomme außerdem Benachrichtigungen, wenn Sachen nicht mehr funktionieren sollten, wie zum Beispiel der RAID-Verbund oder eben die Backup-Lösung. Wenn Sachen volllaufen sollten oder sonst irgendwas, bekomme ich halt immer eine Benachrichtigung. Das ist das Beste an allem und deswegen werde ich auf jeden Fall das jetzt machen. Ich bin gerade noch ein bisschen am Nachgucken, damit ich da jetzt nicht die ganze Zeit sitze vor dem Rechner und das ausprobieren muss. Suche ich jetzt schon mal nach richtigen Lösungen und wie ich das richtig aufbauen kann, damit ich da gleich richtig loslegen kann. Außerdem überlege ich noch, außerdem muss ich noch das Video schneiden von gestern. Das mache ich aber jetzt mal zuerst. Deswegen, ja, wir sehen uns gleich, wenn ich das Video zu Ende bearbeitet habe. Solange Timelapse vom Bearbeiten oder Timelapse von der Sonne. Wir hatten gestern die ganze Zeit Timelapses von der Sonne, also machen wir diesmal Timelapse vom Bearbeiten. Bis gleich. Langsam habe ich echt keinen Bock mehr. Ich sitze jetzt hier seit circa anderthalb Stunden, habe schon den Ventilator angemacht, weil es so warm ist. Weil ich einfach nur die Festplatte, die hier angeschlossen ist, wo ich immer meine Videos drauf speichere, damit ich nicht meine komplette Laptop-Festplatte voll mache. Die wollte ich eigentlich nur formatieren, denn das ist eine alte Festplatte aus diesem alten Rechner. Ich habe die halt in SSD ersetzt und diese alte HDD wollte ich jetzt formatieren, weil da immer noch Windows drauf war. Zieht erstens Speicher, brauche ich nicht, und zweitens, wenn die eingesteckt ist in den Rechner, dann bootet der immer von der Recovery-Partition und das heißt, ich müsste jedes Mal, damit er eben nicht in diese Recovery reingeht von der Festplatte, muss ich jedes Mal die externe ausstecken, Computer an und wieder rein, und das hat total genervt. Deswegen wollte ich die eben kurz formatieren und dieser Formatierungsschritt braucht jetzt so unglaublich lange, sehr sehr nervig, aber ich will den jetzt nicht unbedingt abbrechen, weil der ist jetzt schon recht weit bei 50% von der letzten Partition, die er gerade formatiert. Naja, ich lasse ihn jetzt nochmal so lang durchlaufen, aber ja, nicht nochmal. Das nervt extrem. Ich habe zumindest schon mal die Projekte importiert, alle, bis auf die Handyvideos, glaube ich, die habe ich noch nicht importiert, die ich da aufgenommen hatte. Alles andere ist schon da. Und ich lade gerade noch die Actioncam auf. Die große Kamera habe ich gerade währenddessen schon aufgeladen. Die ist jetzt komplett voll für heute also vorbereitet. Und das Wetter ist einfach... Guckt selber. Also, ich will quasi nur noch zu Ende schneiden und dann nach draußen gehen. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde später und der Prozess ist immer noch am Laufen. Ich werde jetzt einfach irgendwas anderes machen in der Zeit, weil ich keine Lust habe, die ganze Zeit darauf zu warten, gerade bei dem Wetter. So, ich habe gerade nochmal mit den Jungs und Mädels von Reflektor geschrieben und habe sie gefragt, ob sie nicht Lust haben, mit mir ein kleines Projekt durchzusetzen. Dass sie mir so super nett zurückgeschrieben haben, nachdem ich schon einmal ein Video für sie gemacht habe, dachte ich, ich frage die einfach mal. Ich hatte da nämlich eine ganz coole Idee, für euch da was Cooles zu machen.
Und ja, habe die mal gefragt, ob die nicht Lust haben, mir dabei ein bisschen zu helfen, damit ich das Projekt umsetzen kann. Dass wir das quasi so zusammen machen, also die Jungs und Mädels von Reflektor und ich. Ja, mal schauen, ob die da zurückschreiben und ob die da vielleicht auch Lust zu haben. Übrigens mal so ganz nebenbei, ihr solltet auf jeden Fall nicht das Trinken vergessen. Es ist momentan so heiß, dass Trinken einfach unglaublich wichtig ist. Das heißt, egal wo ihr hingeht, nehmt euch am besten immer eine Trinkflasche mit und ja, trinkt einfach mal einen Schluck, damit ihr nicht dehydriert. Wie findet ihr eigentlich die neuen Farbeinstellungen? Ich habe da gerade noch mal ein bisschen was geändert und habe das jetzt auf High Dynamic gestellt. Das heißt, die Farben sollten jetzt noch ein bisschen schöner wirken, finde ich zumindest. Ihr müsst mal selbst entscheiden, ihr seht das ja jetzt gerade hier. Das ist jetzt quasi seit der Timelapse so geändert. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht. Es gab manche Effekte, die haben komplett geruckelt bei der Kamera. Ich weiß gar nicht, wie man die benutzen soll. Selbst der Live-View hat schon total geruckelt. Und als ich dann die Videoaufnahme gestartet habe, hat die nach ein paar Sekunden unterbrochen und hat nicht mehr funktioniert. Jetzt probiere ich halt mal das hier aus. Das scheint ganz flüssig zu laufen und ziemlich cool auszusehen. Bin mal gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Hier im Vergleich so ein blaues Glas, damit man mal ein paar Farben drin hat. Und ich sehe dadurch übrigens auch ein bisschen brauner aus, was nicht so ist in echt. Ich mache jetzt was, was mir überhaupt nicht gefällt, aber um meine ganzen Sachen noch zu erledigen, die ich noch zu tun habe, werde ich das jetzt einfach mal ausnahmsweise machen. Ich werde jetzt wieder zur Arbeit fahren, obwohl das Video noch nicht fertig ist und dieser Prozess immer noch läuft, aber wir haben es jetzt schon so spät, dass ich, wenn das fertig ist und ich das Video geschnitten habe, dann lohnt es sich nicht mehr loszufahren. Das heißt, ich werde das jetzt machen und heute Abend, wenn ich zurückkomme, das Video schneiden. Das kann echt problematisch werden und ich fühle mich auch nicht gut dabei, aber ich muss das halt machen, weil jetzt warten bringt halt einfach nichts und ich muss auf jeden Fall fertig werden. Also ja, ich suche mir jetzt die nächste Verbindung und mache mich dann auf den Weg. Nehme euch natürlich mit und ja, dann schauen wir mal, ob ich das Video hoffentlich pünktlich noch um 1 online kriege. Ich weiß es noch nicht. So, ich bin angekommen. Puh, es ist so warm. Ich mache mich jetzt mal dran, Freenas auf dem Rechner zu installieren. Bin mal richtig gespannt, ob das klappt und ob ich es vor allem schaffe, heute Abend das Video fertig zu kriegen. Also, seid gespannt. So, ich habe es geschafft. Gerade werden die Daten rüber kopiert. So sieht es jetzt ungefähr aus. Auf den Server. Den kann also gleich abgesteckt werden. Und hier habe ich die Konfiguration am Laufen, beziehungsweise hier läuft die Konfiguration gerade drauf. Zeige ich euch auch mal eben. So sieht das Ganze jetzt aus. Das ist jetzt der Hauptserver mit den 2 Terabyte Platten, die gerade im RAID 1 laufen. Genauso wollte ich das Ganze. Läuft perfekt. So, der Server synkt jetzt. Ich bin wieder nach Hause gefahren und mache mich jetzt direkt wieder auf den Weg, denn ich muss jetzt zum Sport. Also, wir sehen uns dann wahrscheinlich danach, weil ich denke ich mal nicht die Kamera da wieder aufstellen werde. Das ist mal ziemlich merkwürdig, weil sich andere Leute dann wundern, hä, warum stellt ihr da eine Kamera hin und so. Deswegen, vielleicht mache ich was, wahrscheinlich nicht. Wir sehen uns danach auf jeden Fall wieder, also bis dann, ciao. So, ich bin wieder zurück. Ich habe gerade super viel Gas gegeben, nachdem ich hier war, sofort den Rechner angemacht und angefangen zu schneiden, weil wir schon mittlerweile 0.36 Uhr haben und ich habe sofort angefangen zu schneiden, damit das halt eben noch pünktlich online kommt. Es ist gerade beim Rendern 4 Minuten und wenn das wirklich stimmt, dann könnte es sogar noch klappen, dann bin ich vor 1 Uhr fertig und das Video kommt auf jeden Fall pünktlich. Das Video hier werde ich aber auf jeden Fall morgen schneiden. Ich muss jetzt noch duschen, mich fertig machen, was trinken, was essen. So, Video ist fertig und lädt gerade hoch. Es ist definitiv nicht perfekt, aber wenn man sich mal die Zeit anguckt, das Ganze bräuchte jetzt noch ungefähr 5 Minuten. Wir haben 52, also wäre das Ganze um 57 online, 0.57 Uhr und um 1 Uhr soll der Vlog immer online gehen. Das heißt, das Ganze würde perfekt passen. Neuschnitt schaffe ich nicht, also werde ich das jetzt so lassen. Da ist jetzt ein kleiner Schnittfehler drin, na gut, kann man nichts machen.
lassen wir jetzt einfach mal so. Aber das Video kommt auf jeden Fall pünktlich. Und ja, deswegen würde ich sagen, beende ich das Video für heute. Wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein. Ciao.